Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von A Plague Tale Requiem. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen was über den ersten Träger der Makula herausgefunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es damit alles auf sich hat. Aber nachdem der Graf und die Gräfin aufgetaucht sind, mussten wir dort verschwinden und sind jetzt auf der Suche nach weiteren Informationen. Und dafür begeben wir uns in die Festung. Und wie ich letzte Folge schon gesagt habe, befürchte ich, dass die Zeiten jetzt wieder etwas dunkler werden, da laut Sophia ein Sturm aufzieht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht Arno in der Festung wieder treffen. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Ja, vielleicht. Nicht so nah ran. Vielleicht mit der Armbrust? Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. Wieder eine neue Fähigkeit. Oh, da hat's eben geklingelt. Moment. Tja, hat so. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hey, weiter das, geht's. Solange du nicht springst. Komm, hoch mit dir. Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht, aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein, erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Mhm. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Da wir auch da langlaufen können, denke ich, dass es da irgendwas für uns geben könnte. Das Boot sieht sehr, sehr alt aus. Ja, welche Geschichte wohl dahinter steckt? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Ich geht. Danke, Sophia. Gern doch. Dann werden sie Krabbenfutter. Mit ins Wasser? Natürlich nicht. Ja, gut. Bin gespannt, was da noch jetzt in der Festung auf uns wartet. Ja, das sieht echt mega gut aus. Da ist unsere Festung. Sie ist groß und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Finde die Festung. Amicia, das Blut. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Okay. Und warum ist der da angekettet? Warum genau? Shit. Oh je. Leise. Was zur Hölle? Er ist über uns. Ach, der Drecksack hielt nicht still. Wir müssen denen echt Disziplin. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Oh. Hm? Okay, da kann ich gar nicht mehr. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden? Die anderen? Lass
mache ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Das war so klar. Ich glaube... Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Ins Feuer. Okay, sind wir wohl wieder auf uns allein gestellt? Mistkerl. So, können wir uns noch irgendwie vorbereiten? Ich glaube, wir würden nicht schlecht daran tun, wenn wir das, wenn wir das Zeug ein bisschen vorbereiten. Oh Gott, ist da dunkel. Ich sehe gar nichts. So, jetzt sehe ich mehr. Amicia? Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ah, okay. Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir... Oh je. Ein Schildmann. Können wir den irgendwie so töten? Können wir uns an den Rand schleichen vielleicht? Nein! Oh Gott, das ist ein Bogenschütz. Oh, wir halten den Pfeil aus? Oh Gott. Ja, ich... Oh Gott, das Feuer. Oh, noch ein... Jawohl. Den wollte ich ja eigentlich abkriegen, weil... Oh Gott, ich habe nicht mit so vielen gerechnet jetzt. Ich habe halt mit ein paar gerechnet, aber nicht mit... Oh Gott, den hätte ich ja sehen müssen eigentlich. Ja, Sophia, genau, lauf da raus, das passt. Ich würde mal so die Steine ausrüsten. Was ist, wenn ich den hier mit der Schleuder töte? Das sind bestimmt viele. Verdammt, was? Ich sehe zum ersten Mal wie du. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu, was getan werden muss. Hier drüben! Nix. Nichts gibt's. Na du? Warum nicht gleich? Warum nicht einfach alle töten? Hier sind keine... Achso, hier sind keine Ratten. Da kommt jemand. Wo hat er gerade geredet? Was ist mit dir passiert? Das würdest du gern wissen, ne? Kaltblütig ermordet. Wer war das? Das wird sicherlich nicht die bestmögliche Lösung für uns sein.
Was können wir denn gegen den Bewaffneten machen? Verbrennen? Ja, aber das sieht so aus, als würdest du ihm gar nichts machen. Schweig. Ja, dann habe ich jetzt einfach mal 3 Armbrustbolzen verhaut und das war, glaube ich, nicht so klug. Er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Können wir ihr helfen? Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Was gibt's denn? Ist hier unten auch noch eine? Was ist das für ein Ort? Zumindest nicht ihr Versteck, würde ich sagen. Das muss aber ganz in der Nähe sein. Na, wir können uns wenigstens so halbwegs umschauen hier. Atmet denn da so laut? Ah, der ist direkt über uns jetzt. Liegt noch was in der Ecke? Oh, dass sich die Armbrustbolzen. Naja, ich muss mit den Konsequenzen einfach leben. Ich bin von dem Geräusch mega erschrocken. Zeitverschwendung. Wieder eine Rüstung. War ja klar. Naja, ich würde sagen, wir schleichen uns einfach weg. Oh ja, das war nicht die beste Idee. Was hat er denn vor? Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß nicht, dass sie ihm wehtun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, mehr von denen. Sei dir da nicht so sicher. Er will allein das Sagen haben. Wenn er noch mächtiger wird, wird das nicht besser. Stimmt. Ein paar Krümelgold sind aber trotzdem noch Gold. Na, okay, das sind Ansichten, die ihr da habt. Drüben ist auch eine. Okay, ich ahne Schreckliches. Und zwar ahne ich, dass... Oh nein, oh nein. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Nein, da hinten kommt halt auch eine hoch. Ich werde nicht mehr. Was ist? Wie viele sind da? Sicher viele. Milo ist ein dicker Fisch. Ich will ja niemanden töten jetzt. Aber der da, der müsste weg. Wir müssen in den Tempel.
hoffe, dass da keiner von denen hochkommt. Oh Gott, der kommt jetzt hierher. Nein. Warum? Noch nicht. Aber nehmen Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein. Warum? Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Wir müssen Oh, da ist eine große Truhe. Na, wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Oh Gott. Lauf weiter in die andere... Oh, lauf weiter in die andere Richtung. Der war aber nicht so... Der war aber nicht so stealthy, der Kill Amicia. Voll auf den Helm. War wohl doch nichts. Oh Gott, der kommt hier hoch. Oder? Der kommt hier hoch. Seid sicher, sie kommen. Oh Gott. Natürlich. Musste mich ja jetzt selbst töten. Das war jetzt doof. Der hat uns halt gleich so bemerkt, ne? Ich, Dödel, schieß die ganzen Armbrustbolzen. Dem stecken die. Aber warum Sklavenhändler? Warum hier? Sie sind überall. Genau wie Mörder und Verräter. Solche Menschen gibt es leider, Öko. Oh. Ja. Das sind Bolzen. Ich muss mir den unbedingt holen, bevor der eine Typ zurückkommt. Oben ist noch der Bogenschütze. Da ist noch eine Truhe. Aber wir können den fast nicht killen. Was, wir müssen den Sie killen, haben die oder? Die Tempeltür verbarrikadiert. Die muss sich doch öffnen lassen. Ja. Oh nein. Wir hier weg. Sehr. Oh Gott. Sie haben die... Oh nein. Oh Gott, ich muss sogar da hoch, den da oben vielleicht sogar wirklich töten. Wie kommen wir da hoch? Oh Gott, nur von außen. Mein Gott, das ist ja so fies gemacht alles. Nee, ich hab nichts gesehen. Ich geh mal weiter. Hey, komm mit hoch. Hoch. Schon dabei. Nein. Du siehst mich doch nicht, du. Welcher ist es? Jetzt sterbe ich. Oh Gott. Hat ja nicht lang gedauert, aber wir halten mittlerweile in Schlag aus. Oh. Ich freue mich noch, ne? Ich wusste, dass das eine blöde Idee ist.
Ach ja, das ist jetzt... Ach, das ist ja nicht dein Ernst. Natürlich, jetzt hat mich wieder jemand gesehen. Ach komm schon. Die kommen ja aus jedem Loch, Mann. Die sind ja wie die Ratten. Wo? Du kannst das auch. Aha. Ja, dann brenn halt, du Arsch. Frag mich, wie viel von denen ich jetzt schon getötet habe. Alle? Dann können wir ja jetzt hier entspannt looten, aber ich habe irgendwie Angst, dass noch einer ums Eck kommt. Wir haben alle getötet, glaube ich. Wie viele sind da? Sicher viele. Milo ist ein dicker Fisch. Tja, Milo, auch mit deinen Männern legen wir uns an. Hat uns das was wenigstens gebracht, so? Oh ja. Ich glaub schon, dass wir ein bisschen gekämpft haben. Ich habe irgendwie aber so die Befürchtung, dass es hier auch wieder so einen Arena-Kampf geben wird. Und ich muss sagen, ich bin nicht so hyped drauf, in der Arena zu kämpfen. Wollte gerade fragen, wo ist denn unser Bolzen? Aber den habe ich ja gerade in so einem Soldaten- oder Menschenhändler versenkt. Ah, Werkzeug. Ah, können wir unterwegs das Zeug jetzt machen auch? Sehen wir, bevor mehr kommen. Ja,
Vorsicht, es geht runter. Ja, wir beeilen uns jetzt. Bevor noch mehr kommen. Okay. Ja. Puh. Gut gemacht. Anstrengende Stelle. Ich glaube ja. Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Mal sehen, was das bewirkt. Hält deinen Kronleuchter an. Einen großen. Sieht schwer aus. Die Kette scheint zu halten. Ah, ich hab's verstanden. Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Beeilt euch, bitte. Geht klar. Ja, wir beeilen uns da hoch. Ah, wir haben hier ein Seil. Schießen das Seil mit der Armbrust da dran. Spannen es. Achtung, ich ziehe weiter. Das wird bestimmt laut. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Okay. Aber bevor wir jetzt weitergehen. Oh, ich muss jetzt mal durchatmen. Und ich würde sagen, wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.